Hi Leute, willkommen zurück hier bei unserer Familie Reuss. Und Julian, möchtest du vielleicht genau dich anziehen? So wie ich es ihm gesagt habe, ist wie so oft als erstes wach und zwar schon 5 Uhr morgens. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, denn auf jeden Fall müssen seine Geschwister genauso frühstücken wie er. Was ist verdorben? Geburtstagskuchen. Oh, der ganze Kuchen ist verdorben. Vielleicht können wir allerdings ein bisschen Frühstück servieren für die Geschwister. Das wäre sehr cool. Wie viel haben wir da noch? Oh, wir haben noch genau 3 übrig. Dann rufen wir doch mal die 3 zum Frühstück. Die sollten dann, nachdem sie aufgewacht sind, ich hoffe mal, dass sie nicht aus dem Schlaf gerufen werden. Das wäre natürlich ungünstig. Aber ich würde mir wünschen, dass sie, nachdem sie halt dann aufwachen, wann auch immer das ist, dann einfach zum Frühstückstisch gehen. Dann ist da halt schon mal das Essen serviert. Das wäre auf jeden Fall angenehmer. Dann kommen die Sims auf jeden Fall schneller zum Essen. Und gut, Aurora, wie sieht's bei dir aus? Natürlich habe ich mich wie immer schon mal angefangen, um die Pferdis zu kümmern. Flame ist nämlich schon wach und gleich, wie gesagt, sollte auch. Ja, schaffst du es, was zu futtern, Flame? Okay, gleich sollte auch Aurora wach werden. Da ist sie schon wach. Sehr schön. Kannst du vielleicht hier was futtern? Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie rankommt. Oder ob da vielleicht sogar Salira ein bisschen im Weg ist. Weil dann kann ich danach nämlich sogar Flame schon in den Stall schicken. Das wäre sehr gut. So, wie sieht's denn aus? Mal eben schauen, ob die beiden wach werden oder nicht. Bei Amelie wäre es eh nicht so schlimm, aber bei Moritz wäre es halt doof. Nee, okay. Sehr schön, die werden nicht wach. Das ist cool. Das heißt, die gehen dann direkt runter und frühstücken, sobald sie fertig sind. Oh, okay. Ja, die will gerade zum Ende des Grundstücks gehen, Aurora, weil sie hätte halt irgendwie scheinbar doch nicht hinkommt. Da ist Salira wohl doch ein wenig im Weg. Naja, passt schon. Ja, ich habe übrigens gerade die Life is Strange Folge, also Life is Strange Before the Storm Folge, die nachher kommt in 2 Stunden geschnitten und habe festgestellt, dass ich 12-mal pausieren muss und also beziehungsweise dass ich 12-mal irgendwie einen kleinen Huster rausschneiden muss, mindestens. Und ja, für den Fall, dass ich halt in dieser Folge huste, möchte ich euch dazu sagen, dass ich das wahrscheinlich nicht rausschneiden werde. Einfach weil mir das so viel Aufwand ist und weil ich jetzt mit der Uni und so leider ein bisschen zu viel zu tun habe, um jetzt die ganze Zeit Sachen rauszuschneiden, weil das muss ja auch morgen noch fertig werden. Bei mir ist gerade Sonntagabend und deswegen für den Fall, dass ich irgendwie jetzt in der Folge huste und das für euch unangenehm ist, tut's mir leid, aber das ist uns echt viel Arbeit. Und ich war jetzt schon den ganzen Sonntag über unterwegs und deswegen kam gestern zum Beispiel auch nichts, weil ich das nicht geschafft habe, weil ich halt unterwegs war. Aber ja, so viel dazu. Julian, aufräumen brauchst du eigentlich nicht. Du könntest eigentlich ins Badezimmer gehen. Er sollte auf jeden Fall mal aufstehen. Und dann gehst du einfach mal ins Badezimmer, kannst auch sauber machen, kannst duschen, dann geht's dir schon mal super, Julian. Aber abgesehen davon, Hausaufgaben hast du fertig gemacht, haben alle fertig gemacht. Sehr cool, das, obwohl es mitten in der Woche ist. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Auch die beiden stehen gleich auf. Genau, du gehst gleich runter. Natürlich steht euch wieder eine Stunde im Weg, aber so ist das eben. So ist das mit euch. Was will man da schon machen? Und du könntest eigentlich, bevor du zur Schule gehst, was könntest du denn da Schönes machen? Oh, können wir schon bei dir entfernte Verwandte oder entfernte Freunde, genau, weit entfernte Freundin, können wir bei ihr auch schon wählen. Und bei ihm auch. Sehr cool. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Deswegen machen wir das doch. Och, er hat das schon. Sie hat das doch bestimmt auch schon, oder? Ja. Moritz braucht das dann noch. Aber das ist ganz praktisch. Vielleicht kannst du ein bisschen mit ihm reden, weil ich glaube, ihr beide versteht euch auch noch nicht so gut, ne? Ich glaube, du verstehst dich mit deinem Onkel besser als mit Moritz. Deswegen wäre das ganz gut, wenn wir uns mal ein bisschen hier hinsetzen. Und Sophia ist wach. Hat man gehört. Sehr gut. Dann kannst du dich ja schon mal umziehen. Was sommerlich ist natürlich heute. Und wir servieren mal ein paar Pfannkuchen. Währenddessen kann Leon hier mal das Bett machen, auf Toilette gehen und sich dann auch umziehen.
Dann kann auf jeden Fall auch hier runterkommen. Du möchtest einen Edelstein finden. Alles klar, Toffi. Kein Problem. Können wir gern dran arbeiten. So. Aber erstmal solltest du hier ein bisschen kauen. Dann geht es dir auch besser. Du gehst leichter. Salira, Salira, Salira. Kannst du mal mit dem Pferdeball spielen? Kannst du leider aktuell nicht mit dem Pferdeball spielen, aber sollte trotzdem gehen. Okay. Redet ihr beiden? Nee, ihr redet nicht so wirklich. Aber schon okay. Wow, Gerüchte wieder mal. Toll. Dann zieh du dich schon mal um. Du natürlich auch, wie immer. Er hat irgendwie nie Lust, sich umzuziehen. Aber natürlich solltest auch du dich passend anziehen. Und dann würde ich mal sagen, schicken wir alle Kinder zur Schule. Yay. Oh, da schweben einfach Flaggen in der Luft. Ah, jetzt sind sie da. Und dann gehen wir mal alle hier zur Schule. Und dann, ja, sollte das hoffentlich einigermaßen passen. Wenn alle drei einfach nur mit Freunden sprechen, sollten sie sich mit ein paar Leuten anfreunden. Das wäre richtig cool. Und ja, Wildpferd möchtest du sehen. Oh, ist ja süß. Dann. Genau, du bist schon mal einigermaßen fertig, Flame. Dann würde ich sagen, kannst du vielleicht ein bisschen rumgaloppieren. Vielleicht könnten wir hier mal das Tor abschließen für einen kurzen Zeitpunkt. Damit Flame hier ein bisschen rumgaloppieren kann, ohne halt jetzt hier überall auf dem Grundstück rumzurennen, weil das halt doch ein bisschen doof ist, wenn die Pferde sowas machen. Und dann kannst du hier mit dem Pferdeball spielen. Ja, dann sollte all eure Bewegung super im grünen Bereich sein. Ihr sollt euch allen super gut gehen. Aurora braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Vielleicht kann sich da Sophia heute mal drum kümmern. Ja. Und apropos drum kümmern. Rechnungen. Können wir auf jeden Fall bezahlen. Das Büro des Bürgermeisters ist begeistert, so viele Schüler so hart arbeiten zu sehen, um die Bildung und das Ansehen der Stadt zu verbessern. Viel Spaß mit dem Geld. Cool, danke. Wenn ich Geld für jede gute Note bekommen hätte. Können wir irgendwie Toffi ausschimpfen für irgendwas? Nee, er war nur gut heute. Naja, gut. Können wir leider nicht machen. Dann warten wir einfach mal, bis das Frühstück fertig ist. Das sollte ja bald fertig sein. Du kannst vielleicht in der Zeit hier mal die Plätze sauber machen. Das wäre doch schön. Genie als Freundin gewinnen. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber wir haben leider nicht genug Platz hier. Seid ihr drei eigentlich schon drin im Gebäude? Er ist auf jeden Fall schon im Gebäude. Sie auch. Oh, alle drei haben es geschafft. Sehr cool. Ich freue mich da immer sehr drüber, tatsächlich. Wenn du alles als Freunde gewinnen willst. Ach so, wegen dieses. Ach ja, wir hatten ja jetzt dieses Gerücht, weswegen er jetzt irgendwie seine ganzen Bekannten verloren hat. Naja, Pech. Weiß ich nicht, ist mir relativ egal eigentlich. Weil es halt so eine unnötige Dingens ist. Ach ja, wir hatten ja den Vogel, ne? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was all eure Ideen waren. Also ich habe sie schon gelesen, aber ich habe jetzt nicht noch mal vor der Folge geguckt, wie wir den guten Vogel nennen konnten. Obwohl, doch, jetzt ist es mir eingefallen. Wow, Sophia, richtig gut. Jetzt ist es mir eingefallen. Es war auf jeden Fall ein richtig hübscher Name, an den ich mich echt nicht mehr erinnern kann. Tut mir leid, aber der war richtig toll. Habe ich auch darauf geantwortet, dass der richtig schön ist. Und dann war aber noch ein anderer Vorschlag, der natürlich zu dem ganzen Thema hier mit Toffee und mit Nacho richtig gut passt. Deswegen würde ich den auf jeden Fall gern Cookie nennen, sobald er wieder hier drin ist. Ein Kakadu namens Cookie. Finde ich passt eigentlich ganz gut dazu. So, Kakadu benennen. Wir nennen ihn mal Cookie. Auch wenn man ihm sonst was für Namen geben könnte. Aber ich finde, das passt ganz gut. Cookie, Toffee, Nacho. Ist auf jeden Fall sehr passend. Nein, ich möchte nicht, dass du dich mit denen anfreundest. Komm drüber hinweg. Das sind eh irgendwelche irrelevanten Leute, meine Güte. So, dann kannst du auf jeden Fall mal die Reste wegstellen. Du brauchst nicht aufräumen, das macht dein Mann gleich. Du kannst hier die Reste wegstellen, kannst mal das verdorbene Essen ausräumen.
Haben wir noch was in der Waschmaschine? Ja. Dann kannst du danach mal die Eier einsammeln, die Hühner füttern. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Aurora. Warum hat Aurora eigentlich nicht länger mit dem Pferdeball gespielt? Das irritiert mich jetzt. Bevor ihr pflegt, das ist vielleicht ein bisschen viel. Oh, Aurora möchte sich aber mit Flame und mit Salira beschäftigen. Naja, mal gucken. Vielleicht kannst du dann erstmal nochmal deine Arbeitskleidung anziehen. Sachen trocknen geben und dann gehen wir zu den Pferdis. Oh, wir sollten glaube ich auch mal wieder den Stall säubern. Ja, da liegt schon wieder ein bisschen was rum. Dann machen wir das doch. In der Zeit können die sich ja hier ruhig auch alle miteinander ein bisschen beschäftigen. Okay, und der gute Leon hat natürlich schon aufgeräumt, so wie sich das gehört. Du bewachst das gerade. Das können wir dir schön auch wieder ausreden, denn du sollst nicht so aggressiv sein, Toffi. Weißt du doch. Du sollst nicht so aggressiv sein. So. Und hatten wir das nicht auch, dass wir Toffi angefangen haben, Tricks beizubringen? Ich meine schon. Können ihm dann nochmal ein bisschen versuchen, Männchen machen weiter beizubringen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Dann lernt der Gute noch ein bisschen was. Daneben, dass er nicht mehr so aggressiv sein soll. Das wäre doch cool. Sehr, sehr schön. Und vielleicht laden wir dann mal die gute Betty auf ein Date ein nach der Schule. Und vielleicht können sich Amelie und Moritz ein bisschen anfreunden. Wir sollten auf jeden Fall auch noch hier Jamie und Dingens besuchen, Jamie und Luisa. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir die auch nochmal besuchen würden. Was können die beiden denn Spaßiges zusammen machen? Mal schauen. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall einige Möglichkeiten, was wir so in der Stadt machen können. Deswegen schauen wir mal, was da so Gutes passt. Und ja, einen Roman möchte er ja noch schreiben. Dann hat er hier nochmal einen Lebenswunsch erfüllt. Oder was heißt ein Lebenswunsch? Einen kleineren Wunsch auf jeden Fall. Toffi hat gelernt, Männchen zu machen. Sehr schön. Dann kannst du nochmal Pfötchen geben lernen, mein Guter. Ich habe mich nämlich auch mal ein bisschen beschäftigt. Nämlich das Gefühl, Toffi ist die ganze Zeit ein wenig unterbeschäftigt. Und da können wir auf jeden Fall gegenwirken. So, du gehst gleich nochmal in den Stall. Sehr schön. Hier ist ein komisches Pferddingens. 1000 Simoleons. Yay, nehmen wir doch. So, mal schauen, ob ihr beiden vielleicht euch miteinander beschäftigen wollt. Denn da hat die gute Aurora auf jeden Fall ein paar Wünsche. Überleg gerade, du. Genau, Flame ist eigentlich der, mit dem wir uns gleich mal beschäftigen sollten. Das heißt, du gehst auf jeden Fall hierher. Vorher wäre es aber cool, wenn wenigstens du noch hier den Anschmiegen-Wunsch erfüllst oder dir erfüllen kannst, sagen wir es mal so. Und danach könnten wir nämlich auch zu Salira gehen, weil du dich an sie auch anschmiegen möchtest. Das wäre doch ganz cool. Dann haben wir die Wünsche direkt erfüllt. Ja. Habt ihr heute eigentlich Kurse? Du ja, du auch, du nicht. Das heißt, die beiden bleiben bis 16 Uhr in der Schule und Moritz ist zuerst aus der Schule raus. Ist ja auch kein Problem. Dann würde ich mich eigentlich drüber freuen, wenn du nochmal hier ein bisschen schreibst. 13 Mädchen weiter schreiben. Also ich fände es ganz gut, wenn wir den Wunsch erstmal erfüllen könnten. Und dann können wir ja schauen, was wir sonst noch so mit dem guten Leon anfangen. Aber das Buch würde ich gerne noch weiterschreiben. Wie weit sind wir denn schon in dem Buch? Da können wir einmal kurz gucken. 21%. Da fehlt wahrscheinlich noch eine ganze Menge, bis wir das fertiggestellt haben. So, genau. Du kannst dann nämlich mal kauen gehen. Und wie läuft's bei euch beiden so? Schon den Wunsch erfüllt? Du kannst dann mal hier zu Salira gehen. Das passt schon ganz gut. Kommt ja gerade Sophia her. Du möchtest Sophia ja mal beschnüffeln. Dann erfüllen wir dir doch auch mal den Wunsch.
Nur mich zu Lyra am Hals kraulen. Oh. Heute ist allerdings Flame an der Reihe, wie wir sehen. Kannst du ihn danach mal ein bisschen pflegen? Flüstern. Dann sollte es ihm echt gut gehen. Dann einmal nochmal zu den Pferdis schauen. Dein Soziales sieht schon mal ganz gut aus, würde ich mal sagen. Du hast dich gleich angeschmiegt. Ich glaube, dann hat Salira auch nochmal den Wunsch, sich anzuschmiegen. Und dann, ja. Ne? Hast du den Wunsch jetzt gar nicht erfüllt? Ja, egal. Machen wir gleich noch. Gut. Oh, du möchtest apportieren spielen mit Sophia. Das ist süß. So, vielleicht kannst du danach nochmal rausgehen und hier pieseln. Und vielleicht können wir danach nochmal ein bisschen mit Nacho spielen. So, uns ein bisschen anschmiegen. Verknüpfen. Wahrscheinlich kann er sie noch nicht auf ein Date bitten, oder? Solange sie kein romantisches Interesse sind. Aber er kann sie bestimmt einladen, wohin zu gehen. Deswegen sollte das doch passen, denke ich mal. So. Jetzt kraulen und danach bin ich schon dafür, dass ihr beiden auch noch mal ein bisschen ausreitet. Oh, jetzt haben wir aber wieder die Situation, wo sie irgendwie unbedingt eigentlich aufs was essen müsste und sowas. Aber egal, wir machen das trotzdem. Dann können wir einfach mal irgendwo hingehen, was essen und was weiß ich. So, können wir uns nochmal anschmiegen, schnüffeln, Takt knüpfen und dann machen wir hier vielleicht nochmal wieder das Tor auf. Dann kannst du nämlich hier auch mal reingehen und nochmal pieseln. Gitarre Level 4, sehr gut. Das werden auf jeden Fall sehr musikalische Kinder hier. Nicht schlecht, ey. Könnten echt mal eine Band gründen mit den beiden. Moritz auch noch dazu. Wäre schon eine Idee wert. So, morgen, ja. Ausflüge immer, ja. Alles von der Welt sehen und so weiter. Kein Problem. So, er ist immer noch auf der Liste der besten Studenten. Sehr schön. Und was machen wir denn mit dir nach der Schule? Möchtest du vielleicht jemanden be besuchen? Minna? Mit Minna haben wir uns schon richtig gut befreundet. Dimitri ist schon ein Teenager geworden. Wir haben noch eine ganze Weile, bis wir auch Teenager werden. Auch Amy Lou, Laila. Also Laila und Minna sind auf jeden Fall noch in unserem Alter. Das ist gut. Und ansonsten, kennen wir mittlerweile schon sehr viele Teenager. Mit Luena könnten wir uns anfreunden. Aber wir hatten ja vor, uns mit Amelie anzufreunden. Das heißt, sie möchte danach auch nach Hause fahren. Ich würde aber mal sagen, wir bleiben ein bisschen hier. Kannst du denn irgendwas Spaßiges machen, während du hier bist? Nee, aber du kannst schon mal deine Hausaufgaben ein bisschen anfangen. Dann warten wir nämlich noch die Stunde, bis Amelie fertig ist. Und ja, gehen dann mit ihr gemeinsam wohin. Fände ich zumindest ganz cool. Wo gehst du denn jetzt dafür hin? Machst du es einfach auf dem Boden? Ja, ne? Sehr schön. Okay, dann gehen wir danach gemeinsam mit Moritz. Ich würde halt vorschlagen, entweder in die Stadt, weil da gibt es nicht wirklich was zu tun. Ansonsten gehen wir halt hier hin. Vielleicht, oh, zur Rollschuhbahn. Ja, wir gehen zur Rollschuhbahn mit Moritz gemeinsam. Das ist doch eine schöne Idee. Ich hätte auch sonst gedacht, beim Bowling-Dingens. Aber nee, wir gehen zur Rollschuhbahn, die ist ein bisschen cooler. So, du schreibst noch ein bisschen. Wie weit sind wir denn jetzt, mein Guter? Wie sieht's denn aus? 32%, ne, das geht doch schon. Wir sind schon fast ein Drittel. Soweit. So, was macht ihr denn jetzt? Nein. Du kannst gerne mal mit dem Pferdeball spielen. Er geht ja in den Stall. Das passt. So. Nein, du sollst nicht absteigen. Na, nein. Einfach. Hallo, Leute. Oh, bist du doof manchmal. Haben wir es dann? Schafft ihr es dann zu galoppieren oder funktioniert das nicht so?
Ich weiß ja nicht. Wir haben ja, genau, hier hatten wir ja den Imbiss. Können wir da nicht mal. Keine Ahnung, die sind jetzt irgendwie. Schaffen wir das, Leute? Oder? Ah, okay. Dann nochmal aufsitzen, bitte. Ach ja. Schaffen wir das? Wirklich. Also ich fände es gut, wenn ihr das beide das jetzt schafft. Mal. Ohne dass er unbedingt da irgendwie galoppieren will oder so ein Blödsinn. So, genau, aufsitzen. Dann würde ich nämlich gern zum Imbiss gehen. Dann kann sie kurz was essen. Hoffentlich da auch auf Toilette gehen. Im Galopp bitte, ihr beiden. Ich hoffe, ihr kriegt das hin, dass das kein Problem ist. Es war ja das letzte Mal ein Problem, aber. Nee, es schien wirklich am Grundstück zu liegen, denke ich mal. Ja. Und dann reisen die beiden los. Du kannst ja schon mal. So, genau. Ihr beide seid unterwegs und dich wollte ich eigentlich auch gar nicht bis hierher schicken, sondern ich wollte mal gucken, ob wir sie wohin einladen können. Wo wäre denn ein schöner Ort? Wir könnten eigentlich könnten wir zur alten Scheune gehen. Ja, komm, gehen wir auch mal dahin. Ist immerhin relativ nah. Da können wir auch bestimmt ein bisschen Spaß haben, weil er gerade ein bisschen gestresst ist. Die beide sollten nicht nach Hause. Okay, sie kommt tatsächlich hin. Sehr cool. Du hast hier was zu essen. Warte, da ruft jemand an. Gehen wir doch kurz mal ran vorher. Und er will natürlich wieder mal einen Hund adoptieren. Nein. Einfach nur nein. Ach, Leon, du immer mit deinen Hunden. Du kannst mal kurz absteigen. Dann können wir hier kurz was essen gehen. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit irgendwie grasen. Das wäre auch cool. Und du möchtest natürlich ein Pferd adoptieren. Ach ja. Wir haben drei Pferde, zwei Hunde. Trotzdem wollen sie noch mehr adoptieren. Das ist echt der Wahnsinn mit den beiden. Okay. So, genau. Ihr beide seid dort. Das heißt, wäre cool, wenn ihr beiden hier vielleicht ein bisschen Rollschuhbahn fahren geht. Und du, mein guter, total beliebt. 10 Freunde hast du schon? Das ist ja der Wahnsinn. Du gehst schon mal hier hin. Dann sollte ja eigentlich die gute Betty. Ah, Betty ist schon da. Sehr schön. Dann spricht sie uns wahrscheinlich gleich an. Beide geht Rollschuh fahren. Ich hoffe, dass euch das echt genug Spaß macht. Und gut. Wenn du aufgegessen hast, möchtest du aufräumen? Sehr schön, er räumt direkt auf. Dann kannst du ja mal auf Toilette gehen. Und dann schreib doch einfach mal weiter, mein Guter. Oh, warte mal. Können wir das Futter nachfüllen? Und dann schreiben wir das Buch mal weiter. Genau, sie ist schon auf Toilette gegangen. Das ist sehr gut. Oh. Wartet mal. Ich kann das einfach nehmen? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja. Ich wusste das noch nicht, dass man das im Live-Modus ziehen kann. Wie cool ist das denn? Das ist echt ein Schock für mich gerade. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht auf jeden Fall. Du kannst dann mal hier reingehen. Kannst mal pieseln und danach hier ein bisschen grasen. Ja, und dir geht es soweit auch gut. Kannst ja hier mal ein bisschen Heu futtern. Du kannst vielleicht hier mal hinpieseln und dann mal ein paar Sammelobjekte schnüffeln. Und du eigentlich auch. So, dann schauen wir mal zu Julian und Betty. Und ich habe halt eigentlich vor, dass die beiden wirklich ein Date haben sollen und nicht einfach nur so ein Treffen. Ich möchte halt schon, dass es sich mit den beiden jetzt so ein bisschen erschließt. 4 Tage haben wir noch. Und auch wenn sie relativ schnell sich verloben sollen, möchte ich doch schon, dass sie sich noch ein bisschen kennenlernen. Machen wir mal ein Kompliment über ihr Aussehen. Könnt ihr beiden euch vielleicht gemeinsam drehen? Das fände ich cool.
Ferien mit Moritz. Ja, sehr schön. Na. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die beiden hier schon befreundet sind. Oh, wir kriegen unser Essen aufs Haus. Sehr schön. Yay, die beiden haben jetzt eine Verabredung, weil er ihr ein Kompliment gemacht hat. Ja, Sims-Logik. Aber egal, trotzdem ist das cool. Na, no, süß. Dann würde ich mal sagen, könnt ihr beiden eigentlich auch ein bisschen flirten. Du kannst ihn mal fragen, ob sie denn noch Single ist. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Könnt ihr mal ein paar Blümchen geben in einem kostbaren Rosa, so wie ihr Kleid. Das ist auch so ein bisschen leicht rosa angehaucht. Könnt ihr Schutz versprechen? Ein bisschen flirten. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Möchte ich mit Maximus Freunde fürs Leben werden? Nee. Da ist ja nicht der richtige Daniel, auch nicht. Aber süß. Die Idee ist schon mal süß. Wartet mal, wenn, dann möchte ich hier auch, dass alles richtig aussieht, wenn wir hier schon mal sind. Mit den beiden. Dann können wir hier ruhig auch schon. Na, süß. Das ist schon süß, wie die beiden sich danach ein bisschen anfreunden. Knuffelig. Ich freue mich auch so ein bisschen drauf, wenn dann das Sommerfest in der Stadt ist und die beiden auch da natürlich hingehen können. So, die beiden scheinen sich anzufreunden. Sie ist auf jeden Fall Single, das ist schon mal ganz cool. Ihr beiden habt noch ein bisschen Spaß zusammen. Gott, wie viele Wünsche die hier die ganze Zeit bekommen. Ein Waschbär beobachten. Anthony Dorn. Ist er ein Teenager oder ist er ein Erwachsener? Ich glaube, der ist ein Erwachsener. So, dann könnt ihr beide eigentlich auch mal aufhören und dann ein bisschen miteinander quatschen. Ich kann jetzt sogar rückwärts fahren. Sehr cool. Amelie hat es auf jeden Fall echt drauf. Und ihr beiden flirtet mal noch ein bisschen. Mich auf jeden Fall freuen. Wir haben Elaine, Beatrice hier. Mal einen koketten Witz machen. Komplimente, wie ihr aussehen. Ein bisschen flirten. Ich habe das mit Sophia und Flame komplett vergessen. Wo bist du eigentlich? Oh, er ist ein wenig weiter weg. Dann komm mal wieder zurück. Wir wollten doch noch einmal. Dingens gehen. Wir wollten nur noch einmal zu einem Turnier gehen. Weil ich hatte Leon jetzt schon beschäftigt und ich habe jetzt gar nicht an den Rest gedacht. Euch soll es eigentlich ganz gut gehen, ne? Ja, dir geht's super, euch geht's super. Das passt schon. So, da ist er doch wieder. Sehr gut, Flame. Auf dich ist Verlass. Und ihr beide, erstmal zu den beiden nochmal. Gott, die sind auf der anderen Seite der Stadt, ey. Ist halt echt, zu der Rollschuhbahn ist halt echt ein Weg, ne? Nicht schlecht. Auf jeden Fall könnt ihr da mal ein bisschen ganz nach dem Tag fragen, ein bisschen tratschen, Kompost reden, muss die Geschichte erzählen. Einfach, dass ihr euch ein bisschen kennenlernt, ein bisschen anfreundet. Das wäre sehr gut. Das habt ihr auch beide als Wunsch. Das wäre so richtig gut, wenn wir das hinkriegen. Und dann quatscht ihr noch ein bisschen. Ich möchte auf jeden Fall, dass die beiden auch gleich nochmal ein bisschen tanzen dort. In der Scheunendisco. Ja, flirtest du nochmal ein bisschen mit ihr? Vielleicht gehen wir dann hier auch nochmal eine Stufe weiter. Das wäre gut. Dann hätten wir noch ein paar Auswahloptionen. Ich finde, die kleine Scheunendisco sieht echt schon ganz cool aus. Sie ist halt recht simpel gemacht. Aber ich finde sie echt ganz cool. Und die können ihr natürlich auch in der Galerie finden. Oder nicht in der Galerie, im Exchange finden. Yay, wir sind sehr verführerisch. Das heißt, wir können ein, zwei Interaktionen mehr machen. Oh, wir können uns einen ersten. Oh, wir können erst einen ersten Kuss machen. Sehr schön. Yay. Oh, nicht in die Sterne schauen. Wir machen erst den ersten Kuss. Und dann schauen wir in die Sterne gleich. So, achso, ja. Aufsetzen kannst du auf jeden Fall. Danach würde ich sagen, gehen wir hier zur Reitsportveranstaltung. Rennturnier international. Ich hoffe mal, dass wir es dieses Mal ganz gut hinkriegen. Ach, euch beiden echt, weiß ich nicht. Ihr macht das schon. Ihr beiden quatscht. Okay.
sind alle beschäftigt. Das heißt, wir können uns hier voll und ganz euch beiden widmen. Huch. Dann schauen wir doch mal, wie es mit den beiden so läuft. Oh, das hat sie jetzt nicht so gut angenommen. Oh, sie ist flirtfaul. Ich hoffe mal, das funktioniert trotzdem noch mit den beiden. Dass sie trotzdem noch den ersten Kuss möchte. Und irgendwie nicht... Warte mal, ist das ihre Mutter gerade? Ist das Fatima? Das ist doch Fatima, oder? Das könnte ein wenig peinlich werden, wenn wir sie jetzt küssen. Einfach nicht hinschauen, Fatima. Wir sind ein ganz netter. Alles gut. Wir hatten erst zwei Freundinnen hier in der Stadt. Wir sind voll vertrauensselig und eine treue Seele und alles. Alles gut. Wow, steh doch halt nicht so im Weg rum, Mädel. Ach. Können wir sie trotzdem einfach mal küssen? Auch wenn hier 10 Leute im Weg rumstehen und das total doof ist, hier so inmitten der Leute zu küssen. So, Betty flirtet nicht gern, was echt ein bisschen schade ist, aber was wollen wir tun, ne? Und? Na, sie lässt sich küssen, obwohl hier 10 Leute drumherum sind. Das hätte ich definitiv nicht getan, Betty. Ich bin auf jeden Fall sehr froh drüber. Jetzt ist er ein Rotzelöffel, obwohl, also nur weil er halt mit der anderen direkt noch was hatte. Aber gut, so ist das halt jetzt eben, ne? Können wir ja auch nichts tun. Können sie nochmal küssen. Können sie nochmal einen Schwebekuss geben und oh. Ach, voll knuffig. Und dann könnt ihr beiden vielleicht noch ein bisschen zusammen tanzen. Wobei ich halt langsam zusammen tanzen cooler fände, aber gut, passt schon. Hauptsache, die beiden haben ein bisschen Spaß. Ist halt ein bisschen eigenartig, wenn die Mutter in der gleichen Dorfkneipe ist wie man selbst, aber naja. Na, das ist schon ein bisschen sehr süß. Hier, der Schwebekuss macht auch immer ist auch immer ein schönes Bild. Ja, gleich. Moment. Da haben wir's. Oh, die falsche Richtung. Naja, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Irgendein Screenshot wird sich schon ergeben für das Thumbnail. Irgendwas wird sich schon ergeben. So, ihr haltet euch für lustig. Aha. Naja, ich weiß ja nicht, ob ihr wirklich lustig seid. Können wir noch ein bisschen Steinschere Papier spielen? Ein bisschen tratschen. Wen haben wir hier so? Hunter, Svenja. Oh, Svenja Warden. Redet er mit sich selbst? Okay. Und Crazy Katze. Die verrückte Katze quasi. Süß. So, dann nehmen wir mal den Anruf, was auch immer es war. Es war bestimmt nichts Wichtiges. Und danach würde ich mich freuen, wenn die beiden auch wieder zurück... Was? Jetzt schon den ersten Platz? Oh Gott, bitte halt ihn, Flame und Sophia. Bitte haltet ihn. Ich will mal den ersten Platz gewinnen, ey. Es wäre so cool, wenn wir mal den ersten Platz hätten, Leute. Bitte, bitte schafft ihn. Und dann würde ich mal sagen, Leon kann sich mal ein schönes Bad gönnen. Ich glaube, er hat bisher auch noch nicht gebadet. Und das wäre doch richtig, das wäre doch mal richtig schön, wenn er sich mal ein schönes Bad genehmigt. Und dann kann so ein bisschen Chili essen. Ist hier der Geschirrspüler? Oh Gott, der ist ständig kaputt, ey. Das ist richtig anstrengend mit dem Geschirrspüler. So, dann können die beiden hier mal ein bisschen tanzen. Das ist doch auch schön. So, aber sonst sind hier eigentlich ziemlich coole Leute. Abgesehen jetzt von Bettys Mutter, die da so ein bisschen unangenehm ist, dass sie hier ist. Yay, wir haben den ersten Platz im Verona Wild Turf gewonnen. Yay. Das ist eine komische Tanzart, aber hey, was soll's. Sie haben ihren Spaß. Das ist das Wichtigste. Da geht der Spaß auf jeden Fall ein bisschen hoch. Und ihr solltet auf jeden Fall jetzt nach Hause fahren. So. Einmal wieder nach Hause. Ich weiß gar nicht. Ach so, ich bin... Ja. Hätte ich auch hier in der Nähe bleiben können. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt hier zusammen hinfahren. Mit Moritz, genau. Hoffe, dann fährst du ihn nach Hause. So wie man das als gute Schwester macht.
Oh, richtig cool. Wir sind jetzt Pferdemedium. Okay, selbst bei so viel Erfahrung mit Pferden können sie dich immer noch überraschen. Wirst du jemals alles lernen, was man über diese erstaunlichen Geschöpfe wissen muss? Und wirst du jemals diese Flicken aus deiner Kleidung, diese Flecken aus deiner Kleidung bekommen? Welche Stufe sind wir denn? Oh, Stufe 9. Geil. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Dann werden wir hier mal wieder zurückreiten. Sehr cool. Ihr beide pflegt euch da scheinbar, ne? Ja, ihr werdet geputzt. Aber euch geht's auch super. Ihr könnt auch euch bis zum Rest der Nacht putzen. Das ist okay für mich. Du bist hier wieder mal am Bewachen. Das ist nicht so cool. Du kannst dann schon mal hier kauen, futtern, schlafen gehen. Für dich ist der Tag erledigt quasi. Und vielleicht schaffst du es nochmal, Toffi vielleicht ein bisschen auszuschimpfen, wirst aggressiv sein. Das wäre sehr gut. Und dann schauen wir nochmal zu euch beiden hier, ne? Wie ihr also euren Spaß habt. Vielleicht wollt ihr nochmal zusammen in die Sterne schauen. Das wäre nämlich auch sehr süß. Guck mal, wer hier alle. Ach so, wie die alle tanzen. Also, das ist echt meine coole Dorfdisco. Das ist echt nicht schlecht. Wie die hier alle echt tanzen. Cooler wäre es natürlich, wenn ihr noch so ein echter DJ wäre, aber was soll's. Oh, fährt er jetzt ernsthaft alleine nach Hause? Oh, du solltest doch mit deiner Schwester nach Hause fahren. Wie doof bist du denn eigentlich? Ach, Moritz, ey. Du wärst jetzt schon längst zu Hause, wenn du mit deiner Schwester mitgefahren wärst. Idiot, ey. Ernsthaft. Ernsthaft, Moritz, Idiot. Naja, das kann jetzt noch ein bisschen dauern, bis er nach Hause kommt. Ist sein Problem. Er fährt nämlich jetzt mit dem Fahrrad. Tja. Eine Fahrgemeinschaft wäre halt für alle besser gewesen. Aber gut. Dann kannst du schon mal duschen gehen. Wessen Klamotten sind das? Ich bin immer etwas irritiert, wessen Klamotten das sind. Weil sie hat sich eigentlich gefreut über die Fahrgemeinschaft, aber naja. Und dann schicken wir dich schon mal schlafen, weil es ist dann schon mal ein bisschen später. Und ja. Naja. Warum hat er dieses Outfit an? Nein, Leon. Was auch immer das für ein Outfit ist, du hast diese Frisur nicht. Ah, oh, das ist ein Arbeitsoutfit. Ich hatte ihm mal ein anderes Arbeitsoutfit gegeben. Scheinbar hat er jetzt das zugeteilt bekommen vom Spiel. Warum auch immer. Wie so oft halt. Das heißt, das muss ich nochmal ändern. Weil das soll er definitiv nicht tragen. Dann kannst du schon mal duschen gehen und auch schon mal ins Bettchen. Dann bist du nämlich schon mal ausgeschlafen am nächsten Morgen. Du kannst noch mal ein paar Chili con Carne holen. Genau. Du brauchst noch deine Stunden, bis du da bist. Wie gesagt, mir egal. Ist ja dein Problem. Und dann kümmern wir uns noch mal um ihn. Oh, jetzt möchte er 5 Turniere gewinnen. Oh, das ist ein bisschen sehr. Sehr ambitioniert, Flame, ey. Ein bisschen sehr ambitioniert. Seid ihr denn fertig? Ihr seid schon fertig? Ja gut, dann geht da schon mal dein Nickerchen machen. Und nein, du gehst dahin, um dein Nickerchen zu machen. Nach Möglichkeit jedenfalls. Gott, das sieht so scheiße aus, ey. Ich muss den unbedingt umziehen. Das sieht so schrecklich aus, Leon. Du glaubst es nicht, ey. Du siehst so beschissen aus mit der Frisur. Geht gar nicht, ey. Yay, hat wieder aggressiv verloren. Bis er wieder was Aggressives macht und es direkt wiederbekommt. Anstatt das mal zu lernen, Junge. Toffi, du sollst nicht aggressiv sein. Krieg das mal in deinen kleinen süßen Schädel rein. Dass du nicht aggressiv sein sollst. Kleiner Hund. So, genau. Du bist schon bei deinem Nickerchen. Machst du vielleicht auch hier dein Nickerchen? Ich weiß nicht, ob sie das machen will. Nee, sie will irgendwo anders hingehen. Soll sie halt machen. Ist mir egal. Du gehst dahin. Du fährst noch, weiß ich nicht, Ewigkeiten irgendwo hin. Und ihr beide schaut zusammen in die Sterne. Na, no. Süß. Das ist halt schon eine super süße Interaktion. Na. No. Hi. Das ist halt schon echt knuffelig. Ich mag die Interaktion, die ist echt süß. Und Sterne sind ja auch schön, ne? Dann würde ich mal sagen, können wir ihr noch einen Abschiedskuss geben.
Bisschen Händchen halten vielleicht noch. Und sie küssen und so. Also einen Abschiedskuss geben. Oh, ist schon wieder Fatima hier. Gut. Wahrscheinlich sollte die dann auch schnell nach Hause kommen. Sie hat ihr bestimmt gerade zugerufen. Betty, du kommst jetzt aber gleich nach Hause, okay? Und dann, ja. Mir den Abschiedskuss geben und dann nach Hause, ne? Ja, das wäre gut. Du bist schon mal im Geschirrspülen. Das ist auch schön, mein guter Leon. Dann kannst du danach eigentlich auch schon mal ins Bett gehen. Ja, deine Frau schläft auch schon. So, du hast es nach Hause geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Dann geh doch einfach mal ins Bett, Junge. Der wird wieder so müde sein. Und das nur, weil er so doof ist. Mal ganz ehrlich, das war einfach nur eine richtig dumme Aktion von dir, Moritz. Anstatt einfach mit deiner Schwester mitzufahren, musste er allein mit dem Fahrrad nach Hause fahren. So ein dummes Kind. Du und ich auf einem Baum. Oh, verflixt, habe ich das jetzt laut gesagt? Ich meinte, was für ein lustiges Date. Hör einfach nicht auf mich. Na, no, süß. Sie hatten auf jeden Fall ein echt schönes Date. Und ja. Oh, er möchte ihr ein Ständchen bringen. Gott, ist das süß. Ja, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Hatte er nicht auch schon der anderen Trolle ein Ständchen gebracht? Kann sein. Egal. Aber für Betty, das ist mit mehr Liebe geschrieben. Ja, definitiv. Oh, wisst ihr, wie wir das machen? Die beiden kommen zusammen beim nächsten Date. Und beim übernächsten Date, wenn er dann erwachsen ist, hält er ihr ein Ständchen und hält dann quasi um ihre Hand an, so dass er ihr quasi ein Verlobungslied schreibt. Das wäre richtig süß. Das wäre super süß. Ist euch aufgefallen, dass keiner der drei jetzt Hausaufgaben gemacht hat für morgen? Oh, er natürlich ein bisschen, aber die anderen halt nicht. Egal, ist nicht so wichtig. Ist echt nicht so wichtig. Oh, du schläfst da. Das ist ja sogar noch einigermaßen gut. Du schläfst da, du schläfst dort. Dann muss eigentlich nur noch Flame gleich schlafen. Cool, dann haben wir auch die heutige Folge wieder mal geschafft. Und wir hatten ein schönes Date mit Julian und Betty. Und Amelie und Moritz hatten auf jeden Fall auch ihren Spaß. Das ist doch cool. Ja. Seid ihr denn jetzt eigentlich befreundet? Ja, der Wunsch hat sich erfüllt. Ich sehe es gerade. Der Wunsch hat sich erfüllt. Sie sind jetzt nicht noch. Sie sind nicht so extrem gut befreundet. Da müssen wir noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Aber auf jeden Fall ist das schon mal eine gute Basis für eine weitere Freundschaft zwischen Geschwistern. Und wow, es fängt an zu regnen. Das heißt, wir können uns morgen auf einen verregneten Sommertag freuen. Ich hoffe, da seid ihr wieder mit dabei am Freitag. Und bis dahin, habt noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Ciao.